wir alle kennen sie. Spiele, bei denen es uns peinlich ist, sie nie gespielt zu haben, weil sie zu einer gefühlt kollektiv abgestimmten Liste der wichtigsten Titel gehören. Spiele, bei denen eure Gesprächspartner sofort verstummen und euch mit ungläubigen Blicken verurteilen, solltet ihr den Mut oder besser gesagt Leichtsinn besitzen, eure Wissenslücke offenzulegen. Und das, obwohl niemand all diese Klassiker gespielt haben kann. Allein schon, weil für jeden andere Titel dazu zählen. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem seltsam an, die eigenen Defizite zu erwähnen oder nicht mitreden zu können, wenn andere ihre Erfahrungen austauschen. Meine größte Wissenslücke besteht ohne Zweifel aus einer ganzen Reihe beliebter PC-Klassiker. Vor allem jene, die circa um 2000 herum erschienen sind. Denn zu dieser Zeit war ich eben viel mehr an Konsolen interessiert, da gerade aktuelle PC-Spiele für mich stets mit technischen Problemen verbunden waren. Wahrscheinlich bin ich deswegen eher zu alten LucasArts-Adventuren gravitiert und kreierte so meine heutige Nostalgie für das Point-and-Click-Genre, während der Rest der Welt die Revolutionen des Ego-Shooters erlebte. Allen voran Valves bahnbrechendes Half-Life, das ich vor einigen Tagen nun endlich zum ersten Mal durchgespielt habe und somit wenigstens einen Titel von meiner peinlichen Bucketlist streichen kann. Es war übrigens auch der erste Shooter in gut 15 Jahren, den ich auf dem PC gespielt habe. Deswegen ist dieser Beitrag nicht nur ein tiefer Einblick in das Design des Spiels, sondern betrachtet es gleichzeitig aus dem Blickwinkel einer Person, die sich nach jahrzehntelanger Pause an eine traditionelle Maus- und Tastatursteuerung gewöhnen musste. Für jeden halbwegs erfahrenen PC-Spieler unter euch wird das vielleicht absolut schwachsinnig klingen, aber schon die Auswahl des Setups war deutlich rechercheintensiver als zunächst gedacht. Ich weiß, die individuelle Anpassbarkeit macht das System für euch erst so interessant, aber ich bin es eben gewohnt, mir um sowas keine Sorgen zu machen, dass für jede Konsole maximal 2 offizielle Controller gibt, die bereits das optimale Setup bieten und für jeden gleich sind. Doch auf einmal stand ich plötzlich vor einem riesigen Markt mit verschiedenen Preisklassen. Nachdem ich dachte, ein simples Kombo-Paket würde reichen, musste ich relativ schnell einige Probleme feststellen und somit begann ein langer Abend voller Rezensionen, Preisvergleiche und schließlich dem Kauf meiner momentanen Maus sowie Tastatur. Ich will mich gar nicht darüber beschweren, denn ich bin super glücklich mit meiner Wahl. Aber es war dennoch Arbeit, mit der ich nicht gerechnet hatte. Entschuldigt daher bitte, falls das Footage an einigen Stellen amateurhaft wirkt, aber ich musste gerade innerhalb der ersten Stunden öfters stehen bleiben, um meine Waffe zu wechseln, da es meist einen flüchtigen Blick auf die Tastatur voraussetzte. Und von den ganzen Fehltritten meines kleinen linken Fingers will ich gar nicht erst anfangen. Wie kann das sein? Du arbeitest doch auch mit einer Tastatur. Sicherlich eine verständliche Frage. Doch die Fingerhaltung fürs Editieren der Videos oder Schreiben meiner Skripte ist eine komplett andere. Und das Muscle Memory für die klassische PC-Steuerung muss ich mit meinen zarten 30 erst komplett antrainieren. Obwohl ich es visuell wahrscheinlich immer etwas befremdlich finden werde, wie meine Figur ruckartig blitzschnelle Bewegungen ausüben kann, bleibe ich den Vorteilen gegenüber offen. Bitte denkt daher nicht, ich würde hier ernsthafte Kritik ausüben wollen. Nur solltet ihr euch stets bewusst sein, dass Maus und Tastatur für Ego-Shooter auf manche Personen genauso umständlich wirken können wie auf euch ein Controller. Was ich allerdings tatsächlich an der Steuerung von Half-Life kritisiere, ist Gordons Bewegungen auf engen Räumen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Half-Life auf einer modifizierten Quake 2 Engine basiert, denn selbst der kleinste Tastendruck führt zu einem großen Ausfallschritt. Gerade das Betreten von schmalen Schächten oder die Balanceakte in gefährlichen Höhen werden dadurch unnötig erschwert. Sogar die genaue Positionierung vor dem eigenen Spind kann zu hakeligen Situationen führen. In Quake oder auch schon zuvor in Doom ist es durch den Aufbau großer Arenen oder breiten Hallen, die auf permanente Bewegung und Tempo ausgelegt sind, nie ein Problem. Doch gerade in den zahlreichen Kletterpassagen kann es zu ungewollten Fehltritten kommen oder zumindest den Spielfluss stören. Ja, okay, ich kann per Tastendruck schlagartig im Schneckentempo schleichen oder in der Hocke langsam voranschreiten, aber diese selbst auferlegte Handbremse fühlt sich ebenso unbefriedigend an. Ein Kritikpunkt, dem Valve wohlmöglich zustimmt, da sie Gordons Beschleunigung im Nachfolger stark angepasst haben und somit den Bedarf einer Schleichtaste komplett entfernten.
Gleich mit entsorgte man auch den Crouch Jump. Ich verstehe die logisch wirkende Überlegung, man müsse sich im Sprung ducken, um eine kleinere Öffnung zu erreichen, aber gerade im späteren Verlauf muss ich ständig im Sprung meinen kleinen Finger anstrengen, nur um einen gefühlten Millimeter an Höhe zu gewinnen. Es ist nicht schwer, es hat keine weiteren Anwendungsmöglichkeiten und dient bloß dazu, die Steuerung komplizierter zu machen. In Half-Life 2 springe ich dagegen auf die Kante einer Box und Gordon zieht sich selbst nach oben, was dem Spielfluss deutlich zugute kommt. Natürlich verstehe ich die Vorteile von Gordons Bewegungen im ersten Teil, denn gerade das High-Level-Play im Multiplayer oder die von den beeindruckenden Bunnyhops profitierenden Speedruns sind eine klare Bereicherung für das Spiel und ein großer Faktor in der langlebigen Popularität. Das kann ich alles problemlos anerkennen und trotzdem kritisieren, wie die Steuerung meine Erfahrung im ersten Durchgang negativ beeinflusste. Dabei empfand ich das Plattforming trotz restriktiver Ego-Perspektive überaus gelungen. Vielleicht ist es schlicht meine Affinität für Metroid Prime, aber mir fehlen diese Segmente in heutigen Genrevertretern und spätestens Titanfall 2 hat bewiesen, wie gut man es mit modernen Mechaniken umsetzen kann. Doch selbst die rudimentären und manchmal etwas schwer vorhersehbaren Wege bereichern die Erfahrung. Es sorgt nicht nur für höhere Abwechslung, sondern gibt der Umgebung mehr Persönlichkeit und lässt Black Mesa wie einen echten Ort wirken, statt bloß eine surreale Aneinanderreihung endloser Räume wie in vielen anderen PC-Spielen aus der Zeit zu sein. Die lineare Struktur, in der Level logisch ohne Zwischensequenzen oder Schwarzblenden ineinander übergehen, ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal des Spiels und macht es auch heute noch einzigartig. Labore gehen in Bürokomplexe über, die zu Wartungsanlagen führen und schon kurze Zeit später befindet sich Gordon in einem unterirdischen Schienennetz, um das andere Ende der sich schier endlos erstreckenden Anlage zu erreichen. Das erste Mal bei Nacht an den freien Himmel zu gelangen und später sogar im Tageslicht zurückzukehren, das sind magische Momente. Genauso faszinierend finde ich es, im späteren Verlauf unerwartet an diesem Staudamm herabzuspringen und nach dem Abschalten der Turbinen auf die andere Seite zu tauchen, während man von allen Seiten beschossen wird. Oder in einer unscheinbaren Halle zahlreichen Laserschranken auszuweichen, die beim kleinsten Kontakt sofort den gesamten Raum hochjagen. Oder mich hier aus einem Fenster zu hangeln, um auf der Außenseite des Gebäudes nach mehreren Sprüngen eine kaputte Leiter zu erreichen. Teilweise bin ich im Vorfeld davon ausgegangen, dass diese Wege niemals funktionieren würden, weil sie aus heutiger Sicht so abstrus wirken. Sicherlich müsste es doch einen viel direkteren Pfad geben. Kein Spiel würde tatsächlich derart merkwürdige Sprungabfolgen von mir verlangen. Und dennoch ist es gemessen an den Mechaniken vollkommen logisch. Nur wirken diese Konstrukte im ersten Moment nicht wie der beabsichtigte Pfad, da uns Spiele im letzten Jahrzehnt konditioniert haben, nur die offensichtlichsten und einfachsten Wege zu wählen, da alles andere nicht funktioniert oder zum Tod führt. Wenn ich also mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf weniger intuitive Pfade sehe, ignoriere ich sie im ersten Schritt, was unweigerlich zu "Wo muss ich hin?" Momenten führt. Dabei ist diese Nutzung der Levelarchitektur faszinierend und gibt Half-Life seine ganz eigene Atmosphäre. Einzige Ausnahme mag höchstens dieses Minenfeld hier sein, da ich keine visuellen Hinweise ausmachen konnte, wo genau sich die Sprengstoffe versteckt halten. Für knapp 20 Minuten dachte ich also, eine im Leveldesign organisch platzierte Blockade zu sehen und suchte verzweifelt nach alternativen Pfaden. Schließlich konnte ich von hier aus auch nicht erkennen, dass der Weg tatsächlich zum nächsten Ziel führte, was mich in Verbindung mit dem bestrafenden Toden noch mehr abschreckte. Letztendlich war es mir nur durch Ausnutzung des Schnellspeicherns möglich, dieses Trial-and-Error-Hindernis zu überwinden. Auch bei den Sprüngen müsste man meinen, hier auf katastrophale Situationen zu treffen, da es schwer ist, den eigenen Körper in der Ego-Ansicht räumlich einzuordnen. Erst recht, wenn man nicht einmal die eigenen Füße zur Orientierung sehen kann und Distanzen anders wahrnimmt. Doch die meisten Plattformen sind groß genug und das eigene Momentum in der Luft kann sofort zum Halt gebracht werden. Viel wichtiger ist aber noch, dass ihr fast ausschließlich nach unten klettert. Falls ihr irgendwo hinaufsteigt, dann über Leitern oder Treppen. Aber nie striktes Plattforming, was einen simplen Grund hat. Ihr müsst den Boden jederzeit sehen. Springt ihr auf einer nach unten ausgerichteten horizontalen Ebene, habt ihr die Zielposition stets im Blick und könnt eure Figur besser danach ausrichten. Würdet ihr dagegen nach
oben springen, müsstet ihr euren Blick Richtung Decke wenden und dabei die zu erreichende Plattform aus den Augen verlieren. Deswegen sind gerade die anspruchsvollen Sprungpassagen solche, in denen ihr euch nach unten begebt. Euer Blick ist beim Sprung direkt auf die nächste Plattform gerichtet und fungiert fast schon als Zielvisier, was den Ablauf um einiges erleichtert. Klar, Half-Life ist darin nicht immer perfekt. Trotzdem war ich, gemessen an meiner Erwartungshaltung, positiv überrascht. Ehrlich gesagt fand ich jede Leiter im Spiel deutlich schlimmer. Gerade während der Kämpfe, wenn Gordon mal wieder nicht richtig abspringen wollte, fühlte sich jeder eingesteckte Treffer unverdient an. Gleiches gilt für die unsäglichen Hitscan-Waffen der menschlichen Feinde. Statt auf reale Projektile wie bei den verschiedenen Aliens zu setzen, denen ich als physikalisch vorhandenes Element ausweichen kann, bestimmt im Fall von Hitscan allein die Berechnung des Computers, ob ich getroffen werde. Egal wie schnell ich an einem Soldaten vorbeilaufe, werde ich automatisch von seiner Waffe getroffen, sollte ich mich im Moment des Feuerns in seiner Blickrichtung befinden. Ein Umstand, dem spätere Shooter durch regenerierende Lebensenergie relativ faul entgegnen sollten. Half-Life setzt dagegen auf ein klassisches System mit Lebenspunkten und Schilden, die nach feindlichen Treffern nur durch den Einsatz begrenzter Ressourcen aufgefüllt werden können. Lasse ich mich von einem Headcrab oder einer Schockwelle treffen, fühlt sich das sicherlich nicht gut an, aber frustriert mich weniger, da ich im direkten Kampf jederzeit hätte ausweichen können. Gefechte mit Soldaten bedeuten dagegen automatischen Schaden, den ich natürlich möglichst gering halten will, was meine Spielweise in diesen Kämpfen komplett verändert. Statt die teils wirklich interessante Levelgeometrie zu nutzen, warte ich an der sichersten Position und nutze ausschließlich Waffen, die einen schnellen Tod der Feinde in möglichst wenigen Schüssen garantieren. Bevor ihr jetzt wütende Kommentare schreibt, ja, ich weiß, dass Half-Life clevere Strategien erlaubt, aber dazu muss ich mein Umfeld samt Gegnerplatzierung erst einmal lernen, was im ersten Durchlauf schlicht unmöglich ist. Während die Aliens mit ihren unterschiedlichen Attacken alle ein anderes Verhalten von mir erfordern, auf das ich jedoch spontan reagieren kann, ohne mich in meinen Waffen oder Bewegungen einzugrenzen, zwingen einen die Soldaten zu den langweiligsten Strategien. Defensiv hinter einer Mauer zu hocken und zwischendurch hervorzutreten, um ein paar Schüsse zu setzen, stellt sich komplett gegen die Mechaniken des Spiels. Denn verglichen mit restriktiven Cover-Shootern sind Half-Lives Bewegungen auf eine wesentlich aktivere Spielweise ausgelegt. Immerhin erlaubt die Quicksave-Funktion das Ausprobieren riskanter Manöver, nur führte das gerade in den härteren Situationen schnell zum Save-Scumming, da ich nicht wusste, ob ich mit den geringen Ressourcen den nächsten Kampf überstehen könnte. Wirklich enttäuschend finde ich daran die Verschwendung des Level-Designs. Die Anfangssektionen sind sehr klaustrophobisch und nutzen diese Limitation gekonnt, um Gegner wie Headcrabs oder Vortigons mit ihren linearen Attacken herausfordernd zu gestalten. Für Soldaten, die sich zumindest glaubhaft strategisch im Raum verteilen und ständig ihre Position ändern, sind größere, verwinkelte Räume auf zwei horizontalen Ebenen die genau richtige Entscheidung der Entwickler. Es soll auch mich dazu bringen, meine Taktik zu überdenken und nicht an einer Stelle festzukleben. Jedoch erhöht sich durch Hitscan-Waffen für jede Sekunde in freier Schussbahn das Risiko eines Gegentreffers, sodass die eigentlich gewünschte Erfahrung der Entwickler aktiv unterdrückt wird. Es wäre wenigstens erträglich gewesen, wenn menschliche Feinde nicht so unnötig viele Treffer einstecken würden. Zuerst einmal hilft es nicht gerade dem ohnehin schon mäßigen Trefferfeedback, bei dem ich manchmal nicht sicher bin, ob Gegner überhaupt Schaden einstecken, da sie kaum reagieren oder nur ganz selten Hits dann aufweisen. Zum anderen begünstigt der hohe Widerstand das vorsichtige Verhalten. Schließlich seid ihr dadurch länger für andere Soldaten angreifbar. Dass es auch anders geht, zeigt Max Payne als perfektes Gegenbeispiel. Jede Auseinandersetzung fühlt sich wie ein Adrenalin-Puzzle an, bei dem ihr mit angehaltenem Atem aus der Deckung kommt, um in einem Rutsch alle Gegner zu erledigen. Diese sind zwar unheimlich tödlich, sterben aber genauso schnell und das Zeitlupen-Feature zusammen mit den Ausweichmanövern ermöglichen einen bewusst sicheren Umgang, ganz ohne Vorkenntnisse über den Level. Außerdem könnt ihr den Schüssen der Feinde ausweichen, da die Kugeln als echte Projektile existieren. Ich will damit nicht sagen, dass Half-Life die Mechaniken von Max Payne hätte übernehmen sollen. Aber die aus der Quake-Engine entliehenen Bewegungen funktionieren eben nicht mit Hitscan-Waffen in offenen Gebieten und Gegnern, die ein halbes Magazin fressen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich nicht die klassische MP5 oder andere Waffen des Originals benutze, das liegt am aktivierten HD-Pack.
Dadurch werden Waffen und auch Gegnermodelle mit neuen Varianten ersetzt, was als Purist sicherlich nicht meine erste Wahl war. Nur leider ist es die einzige Möglichkeit für mich gewesen, gegen menschliche Soldaten zu kämpfen. Denn die deutsche Steam-Version ist bis heute geschnitten und auch der Download per VPN ließ dieses Problem nicht verschwinden. Es erklärt übrigens auch das Blut oder die nicht explodierfreudigen Gliedmaßen. Ich verstehe, dass sich gerade letztere auf das Trefferfeedback auswirken, weshalb meine Kritik diesbezüglich vor allem für die deutsche Version gilt. Ich hätte trotzdem sehr gerne die originalen Waffenmodelle genutzt. Besonders die Schussanimation der MP5 ist ein Geschenk der Götter. Aber nichts kriegt mich dazu, gegen diese Atmosphäre zerstörenden Roboter zu kämpfen. Deswegen müsst ihr euch im Footage mit den HD-Texturen abgeben, so leid es mir auch tut. Danke, Deutschland! Wo wir gerade bei den Waffen sind, wollte ich kurz loswerden, dass ich die visuelle Vielfalt und Kreativität gerade bei den sonderbaren Modellen liebe, sich spielerisch aber zu viele davon ähneln. Besonders in Bezug auf die gegnerischen Reaktionen, sowohl was den Schaden als auch ihren durch Treffer ausgelösten Zustand betrifft. Mit letzterem meine ich zum Beispiel Hitstern, der in Spielen wie Resident Evil 4 berechenbar von einer Schrotflinte ausgelöst wird. Also ein vorhersehbarer Zustand, in den der Gegner durch eine ganz bestimmte Aktion verfällt und ich als taktische Möglichkeit für mich nutzen kann. In Half-Life passiert das eher selten bis gar nicht und der einzige Vorteil für die Schrotflinte ist somit bei Gegnern, für die ich nur ein kleines Zeitfenster zum Treffen habe oder denen der Schaden eines einzigen Schusses zum Tod reicht. Die größere Streuung der Schüsse empfand ich wenig nützlich, da Ziel mit der Maus sehr präzise ist und nie mehrere Gegner dicht genug zusammenstehen, weshalb sich viele Kaliber hauptsächlich durch die DPS-Werte unterscheiden und Munitionsknappheit zur primären Motivation des Waffenwechsels wird. Viel interessanter ist das schon die sekundäre Tau-Cannon-Aufladefunktion, da hier permanent Energie absorbiert wird und jeder Schuss zu einer kleinen Risk-versus-Reward-Situation aufsteigt. Oder die Hive-Mind-Alien-Waffe mit ihren leicht zielsuchenden Insekten, die sogar etwas um Kurven navigieren können. Auch die Sprengstoffe besitzen verschiedene Attribute und finden gerade im High-Level-Play clevere Anwendungen. Hoffentlich kommt vieles davon nicht zu negativ rüber, denn es sind verständliche Wachstumsschmerzen der Shooter-Evolution. Half-Life wollte etwas anderes bieten als Doom oder Quake und nahm mehr narrative Elemente sowie Mechaniken aus Plattformern bzw. Action-Adventuren hinzu. Meine Wertschätzung dafür ist immens und es tut mir fast schon leid, auf bestimmten Punkten herumzuhacken. Obwohl, eine Sache muss ich noch loswerden, nämlich das teils grausige Pacing in der zweiten Hälfte. Dort verabschiedet sich die Abwechslung der frühen Szenen und viele Kapitel verrennen sich in wiederholenden Kampfsituationen, passend zur visuellen Stagnation der Außenbereiche. Xen will dies als finaler Abschnitt offensichtlich ändern, setzt statt interessanten Szenarien aber leider auf viel zu lange frustrierende Plattformpassagen, die dem Endspurt seine dramatische Spannung rauben. Vor allem die Alien-Fabrik ist ein unnötig anstrengender Aufstieg, gefüllt mit denselben drei Gegnertypen, weshalb ich wirklich froh war, als der G-Man nach dem zugegeben nervigen Endboss endlich den Abspann einleitete. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Half-Life ist daher für mich kein Meisterwerk, was nur bitte niemand als Aberkennung seiner einflussreichen Elemente deuten soll. Ich respektiere es für den Mut der Entwickler und verstehe vollkommen, warum Leute ihren ursprünglichen Durchgang so sehr wertschätzen. Fuck, ich meine, die Erfahrung fühlt sich selbst 20 Jahre später noch frisch und einzigartig an. Mit vielen Momenten, die mich ernsthaft beeindruckt haben. Und selbst seine Schwächen machten mich nur noch neugieriger, Half-Life 2 erneut auszugraben, um herauszufinden, was Valve gezielt verändert hat. Mal sehen, ob ich dazu irgendwann komme. Vorerst möchte ich mich jedoch bei allen Leuten herzlichst bedanken, die meinen Kanal so großzügig auf Patreon unterstützen oder mich in der Vergangenheit unterstützt haben. Ein frühes Ziel der Kampagne war es tatsächlich, die Finanzierung meines Gaming-PCs zu erleichtern, um eben solche Videos wie dieses hier zu ermöglichen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Falls auch ihr mich unterstützen und dafür Zugang zu einem Haufen exklusiver Inhalte erhalten wollt, könnt ihr dies auf Patreon tun. Dort findet ihr beispielsweise ein Behind the Scenes zu diesem Video hier, bei dem ich ausführlicher über meine PC-Erfahrung spreche und vielleicht auch, welche Klassiker ich auf diesem Kanal in Zukunft besprechen möchte.
Es würde mir jedenfalls sehr viel bedeuten, wenn ihr zumindest einmal vorbeisehen würdet. Ihr findet dort auch einen kompletten Beispielmonat mit Gratis-Videos, um euch einen besseren Eindruck zu machen. Aber genug mit der Self-Promotion. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut!